Exile, Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Isle of Simta mit unserem Codeless. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Noch sind wir an der Base, die letzten Vorbereitungen laufen, dann gehen wir los. Meine Reise führt mich nach Norden, ich will in diesem Teilbereich mich ein bisschen umschauen. Wir werden wahrscheinlich erst morgen im Dungeon ankommen. Ich möchte nicht einfach durchrennen, mich interessiert halt, weißt du, diese Spots will ich dann schon sehen, was geht hier. Gibt es hier vielleicht noch Tiere, die wir zähmen können? Da möchte ich dann irgendwie in den Bereich kommen heute. Morgen gibt es dann das Dungeon und wir sind jetzt tatsächlich auch im Rat des Schmerzes fast so weit, dass unser Thrall T2 mit kann. Guck mal, da habe ich übrigens diese Zinnen einfach mal innen verbaut, um zu gucken, wie es aussieht. Und ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Die werden wir dann überall an diesen Ausläufern, oh schön, gerade die Sonne, die werden wir innen reinbauen, habe ich mir überlegt. Und später natürlich oben auf dem Dach auch. Jetzt pass auf. Er steht schon hier. Ist natürlich auch so ein ganz kleines bisschen ein Ausflug, wenn wir dieses Dungeon hinter uns haben und heil wieder ankommen. Dann kriegt natürlich mein Nashorn-Name und unser Begleiter, den ich da hoffentlich heute rauskriege. Der müsste ja fast schon durch sein. Lass mich mal reingucken. Ja, guck mal, ist minimal. Da warten wir noch ab. Ich habe jetzt auch schon mal eine Rüstung gebaut. Die würde ich allerdings gerne selbst einmal kurz anlegen, damit ich entscheiden kann, welche wir tragen und welche unser Begleiter trägt. Und zwar habe ich uns die dunkle Templer-Rüstung gebaut. Die ist mit den Materialien, die ich hatte, noch eine Möglichkeit, eine schwere Rüstung zu haben. Man merkt auch schon, die wiegt einiges. Ich würde mal ganz kurz hier einen Tausch machen. Erst, ja, das sieht ja aus wie ein Gladiator. Oh, das sieht witzig aus. So, und die hätten wir praktisch dann übrig. So, pass auf. Nur mal ganz kurz für uns. Wir haben hier eine Rüstung gehabt. Mittlere Rüstung. Mit Bonus auf Stärke und Rüstung. Und hier haben wir eine schwere Rüstung. Mit Bonus auf Rüstung und Beweglichkeitsbonus. Das heißt, beim Beweglichkeitsbonus ist gerade, wenn ich mit den Dolchen Moves ausführe, ne? Danach die Möglichkeit, direkt weiterzumachen, ohne zu stehen. Ist das richtig? Beweglichkeit bezeichnet eine Fähigkeit, nach einem Ausweichmanöver zu agieren. Ah, das heißt, wenn ich praktisch dann hier so ausweiche, dann habe ich da nicht so viel Verluste, ne? Das müssen wir mal ganz kurz prüfen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor wir aufbrechen. Weil ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich es verstehe. Ich mache das nochmal rüber. Ich mache hier nochmal einen Tausch. So. Wenn ich halt immer dann F drücke, weißt du, jetzt muss ich das alles wieder zurückpacken. So. Dunkle Templer machen wir auch wieder rüber. So, gerade eben haben wir ja das getestet. Jetzt probiere ich das mal mit der Rüstung. Ich weiche aus. Ich habe das Gefühl, das ist dasselbe. Ich brauche mal einfach mehr Beweglichkeit, dass man es rausfindet. Nach einem Ausweichmanöver zu agieren. Und es hat Auswirkungen auf die Rüstung. Das heißt, wenn ich die schwere Rüstung anziehe. Nee, ich gebe die meinem Thrall. Wobei der Thrall, der macht ja kein Ausweichmanöver. Weißt du, entweder ich muss halt überlegen, wie rum ich es mache. Kann auch sein, dass ich ihm die Rüstung gebe, die ich jetzt anhab hier. Die hat nämlich einen Stärkebonus und wenn der Schwert und Schild hat, dann könnte er uns vielleicht auch mit der Rüstung tanken. Lass mich nochmal ganz kurz was testen. Das muss man natürlich immer gucken. Im Moment haben wir Rüstung 134. Aber gerade in einem Dungeon wäre es vielleicht für mich gescheiter, wenn ich nicht immer das Zeug hier rausnehmen würde, wenn ich ein bisschen mehr Rüssi hätte, oder? Ja, ich glaube, dass ich die Templer-Rüstung nehme, Leute. Oder? Bär, 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 Bär. Dunkler, dunkler Templer. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil Rüstung absorbiert halt unheimlich Schaden. Guck mal, da haben wir 340 Rüstung. Wo sind denn meine Werte? Wo ist denn hier Schaden? Gesamtschaden, Bonus durch Vitalität, Gesundheitsregeneration, Schadenssenkung, Gesamt 57%. Und er kann trotzdem mit der Rüstung mit Dolchen seine Moves machen, ne? Ne? Ich glaube, das probieren wir so. So, meine Lieben, jetzt pass auf. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Wir haben dann Schwert, Schild, neben Kolben, Schild und eine Rüstung für unseren Thrall. Das war eine Frau, gell? Ist fertig, Leute. So.
Und dann gehen wir erstmal gemütlich heute die Spots anschauen auf dem Weg zum Ziel. Und morgen probieren wir uns am Dungeon. Ich müsste jetzt allerdings ganz kurz den mal dahinstellen. Komm, jetzt machen wir hier oben. Okay, keine Ausdauer mehr. Ist schon klar, ist schon klar. So, Leute. Ich drehe die mal zu mir. Ah, da haben wir aber hübsch erwischt. Wollte gerade sagen, wo ist er? So, Meutle. Kannibalenkämpfer 2. Verhalten. Aktivität. Taktik. Bleiben und verteidigen. Nahkampf bevorzugen. Wow, Alter, hat sich das verändert. Okay, sie hat halt fast kein Leben, ne? Aber die levelt ja hoffentlich auch auf. Wahnsinn, das hat sich komplett verändert. Inventar öffnen. Hat sie ja Fackel mitgebracht, sehr geil. Steinkeule. Du kriegst was Besseres jetzt gleich, Spatzel. Schleimsuppe können wir ihr mitnehmen nachher. Das ist gut. Oder halt Fleischfetzen. Und da haben sie doch einen Buff bekommen hier, gell? Ah, guck mal hier, das brauchst du alles, ne? Du kriegst von mir richtig coole Rüstung. Boah, da muss ich mich einfuchsen. Da freue ich mich aber voll drauf, dass sich das so verändert hat. So. Kann ich jetzt dann einfach zu ihr sagen, folgen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder alles verstellt. Ja, komm mit runter. Wir gucken gleich mal, wie agil du bist, KI-technisch. Dann würde ich sagen, komm mal mit raus. Hey, funktioniert. So, Mäusle, pass mal auf. Dann kriegst du von mir die Rüstung. Dann gehen wir zwei ins Dungeon. Oh, die ist eine hübsche, haben wir eine gute erwischt. So, einmal Kopf. Kurzer Moment, ich hoffe, dass das jetzt. Ich werde wohl nochmal Backup einspielen müssen, meine Lieben. Hier ist mein Kämpfer, ne? Der bleibt unsichtbar jetzt nach dem Einloggen. Ich finde es zwar ziemlich witzig, dass man das Schwert sieht, aber trotzdem. Es kann es ja nicht sein, oder? Ja, ist halt. Ja, die meisten haben sich doch gewünscht, dass in Conan Exiles ein bisschen Magie reinkommt. Jetzt haben wir das Salat, guck. Die kämpft auch, ne? Ist also alles kein Problem. Ich habe gerade rumprobiert. Ich habe auch jetzt hier alles Mögliche versucht. Was weiß ich, nicht mehr folgen. Dann hier folgen. Dann habe ich gemacht hier. Das sieht man sie mal kurz. Oder ist sie wieder weg? Ich versuche jetzt ein Backup einzuspielen. Dann machen wir an der Stelle einfach weiter und brechen dann auch auf. Weil, habt ihr ja gesehen, das hat es gerade verhagelt, ne? Und die finde ich ja im Leben nicht mehr. Wenn die mal irgendwo hängen bleibt und das Schwert einsteckt, ist sie weg. Bis gleich. Versuch Nummer 2. Sie ist bereits durchgelaufen. Wenn alles klappt, würde ich natürlich dann ganz kurz ein kleines Backup machen, sobald alles steht, wie es sein soll. Falls es noch öfters passiert jetzt, ne? So. Probieren wir es nochmal. Ich mache jetzt auch gar nicht lang rum und schwatzel da hin und her. Ich lege sie hier drauf. Wir setzen sie uns hier hin. Da ist sie erstmal. Soweit hat es schon mal geklappt. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, würde ich sagen, folg mir einfach mal. Naja, komm ruhig mit. Müssen wir ja probieren, ne? Nur ohne Rüstung und Waffen brauche ich mit der ja nichts machen. So. Vielleicht müsste ich es außer. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Das hier soll sie ja alles bekommen, ne? So, Mäusle, komm mit, bevor du wieder unsichtbar bist. Ja, wir gehen hier auf Festland. Man weiß ja doch nicht. So. Nehmen wir mal das Folgende mal. Ich nehme sie. Und. Macht das hier? Okay. Okay, großer Moment. Diesmal fange ich aber mit den Boots an. Hat geklappt. Hat geklappt. Vielleicht will die kein Kopfteil, weil sie vorher keins hatte. Wer weiß das schon? Das hat hinkauen. Das hat hinkauen. Nee. Okay, es hat hinkauen. Keine Ahnung, was da los war, ne? Primäre Hand. Nebenhand. Das nehme ich rüber. Und was futtert sie, haben wir gesagt? Suppe. Dann nehme ich ihr Schleimsuppe mit. Und wenn man Fleisch. Ah, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt muss mir noch folgen. Und dann kann ich ein kurzes Backup hier machen. Und dann passt das. Dann brauche ich es nicht noch 10-mal. Ja, schön. Komm her und wir holen gleich nochmal ein bisschen Suppe. Was machst du denn eigentlich, wenn ich hier runterhüpfe? Sie ist weg.
Jetzt ist sie weg. So, pass auf, ich nehme 100 damit. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hingerannt ist. Müsste aber normalerweise sich hier jetzt nachporten, ne? Nein, Spiel! Wie war denn das wieder mit dem Rallye? Ich bin ewig lang geradeaus gelaufen und dann war auf einmal irgendwann wieder da, ne? Ja, sehr gut, also das läuft. So, pass auf, Stinkerle. Dann kriegst du jetzt hier deine 100 Suppen. Dann hast du was zum Essen. So, meine Lieben. Rüstung hat sie halt nur 134. Obwohl. Ja, das passt schon. So nehmen wir sie mit. So nehmen wir sie mit. Dann würde ich sagen, machen wir nicht länger rum. Ich leg das hier alles raus. Hat die eine gute Fackel gehabt? Eine 18-Minuten-Fackel, sehr geil. Ich repariere unsere noch und dann gehen wir. Ich mache aber trotzdem ein kleines Backup. Und dann gehen wir erstmal gemütlich die Spots anschauen und uns ein ganz kleines bisschen akklimatisieren. Und gucken, ob alles läuft mit den Viecherlen hier und so. Ich zeige euch ja kurz, mit was wir losgehen. Damit jeder im Bild ist. So. Hier, ne? Ich habe auf jeden Fall Tränke dabei und Heildinger. Für den Fall der Fälle, wir ins Dungeon dann tatsächlich tiefer rein wollen. Ich habe ein bisschen was zum Essen dabei. Ich habe einen zweiten Trinkschlauch dabei. Das passt auch. Und ich werde uns diese Fackel noch kurz reparieren, indem ich mir ein bisschen Holz schnapp. Und hier kurz aus dem Nashörnle ein bisschen hiervon rausnehmen. Hä? Die da. Wieso geht es nicht? Weil ich im Nashörnding drin bin? Ja. So, meine Lieben. Dann mache ich jetzt nochmal kurz einen Backup-Schnitt. Ich überlege mit der Rüstung, gell? Aber hier hätte ich halt den Beweglichkeitsbonus, da drüben Stärke. Ich nehme an, mit der Rüstung wäre ich persönlich mit Dolchen wahrscheinlich besser. Und sie hätte mehr Power vorne fürs Ding, ne? Kann auch sein, dass wir tauschen dann einfach. Was war denn noch? Das Nashorn kriegt sein Stroh wieder. Das Holz kommt hier wieder rein. Dann kommt der Schnitt und dann sind wir unterwegs. So, bis gleich. Backup ist gemacht, meine Lieben. Tatsächlich ist sie jetzt hier sichtbar. Ich hatte aber gerade eben auch einen Versuch beim Einloggen. Da bin ich hier drin gewesen. Der Begleiter war auch hier drin auf den neuen Fundamenten. Beim Einloggen war sie unsichtbar. Im Moment habe ich das Gefühl, das passiert, wenn man sie auf den neuen Fundamenten ausloggt. Hier ist sie jedenfalls wieder. Ich würde sagen, bevor es noch schlimmer wird, gehen wir auch gleich los. Ich habe mich jetzt nur noch mal umentschieden, dass wir die Rüstung doch tauschen. Weil ich will nicht, dass sie mir gleich kaputt geht, ne? Es wundert mich, dass die Thrall-Mechanik hier tatsächlich einen kleinen Butcher hat, weil das ist ja jetzt im neuen, im alten Spiel auch schon drin, die Mechanik, ne? Naja, ist egal, jetzt sehe ich sie jedenfalls. Also für den Fall der Fälle, ich habe ausgeloggt, innen drin, auf den Fundamenten war sie unsichtbar, jetzt habe ich sie hier rausgestellt, ausgeloggt, eingeloggt, war sie sichtbar. Ich nehme an, dass das vielleicht der Grund war. Wie gesagt, Ahnung habe ich keine. Jedenfalls geht es jetzt für mich. Wir machen weiter. Ich ziehe die Rüstung an, einfach zur Sicherheit. Ich stelle dich mal hier kurz ab. Ich hole mein Nashorn noch raus. Und dann gehen wir los, oder? Ganz gut, dass wir heute doch nicht schon das Dungeon auf dem Plan gehabt haben, weil ich wäre mir nicht so sicher gewesen, ob das hinkauen hätte jetzt direkt. So, Spatzel, komm her. Aber du machst, was du sollst. Ne? Du bist sichtbar. Du kennst da nichts. Er hat keine Schmerzen. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal alles Mögliche rausfinden. Ich habe ja noch nie mit zwei Begleitern gleichzeitig und so, ne? Jetzt pass auf. Gehen wir erst nochmal ins Verhalten von ihr. Aktivität. Verfolgen. Machen wir mal sehr gering. Dann machen wir bewache mich. Dann machen wir, ich hoffe, dass das auch alles gleichzeitig bleiben und verteidigen. Nahkampf bevorzugen. Und folgen. So, Essen haben sie beide. Kannibalenkämpfer 2 folgt dir. Geh mal los. Geh mal los. Erstmal runter ans Wasser. Ich brauche was zum Trinken. Ja, sie kommt mit. Oh, schön. Ich hab's vermisst. Sobald wir einen finden, irgendwann einen Thruller, der so ein bisschen mit der Rallye aussieht, nehmen wir den Namen Rallye, ne? Hat jemand schon Hyänenbabys jetzt gefunden? Bis jetzt habe ich noch nicht viel mitbekommen davon. So, jetzt muss ich aber erstmal mit dem Nashorn hier auf so ein Krokodil drauf. Gucken, was es kann. En garde! Ne, 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 ne. Jo, mal das halbe Leben schön weggebollert, wenn ich drauf renne. Okay, unser Thrall ist auch da.
Und wir gucken mal kurz, ich tank mal das Krokodil geschwind. Wo rennt denn das hin? Das hat doch auf mich Aggro, oder? Kämpft sie mit? Ja. Kolben schlagen gemütlicher. Hat sie ausgelöst. Die scheint mir aber nicht viel Schaden zu machen. Getreu ist aufgestiegen. Alles klar, Leute. Kannibalenkämpfer zu bewegen. Zu was? Was stand da jetzt? Ich habe ihn aufgefordert oder ich habe ihn befördert oder irgendwas? Nö, nö, nö. Folg mir einfach weiter, Spatzel. Wir machen das schon das bisschen. Ich trinke nur mal eben hier einen Schluck. So. Alles klar. Wir gehen weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, wir reiten jetzt hier durchs Tor und dann versuchen wir hier zu diesen Ruinen zu kommen. Ja, sie ist da. Herrlich. Auf geht's. Exiles! Ey, Alter, das hat mich voll an Nax Ramas erinnert bei WoW. Da war ja auch der eine Raum, also in der überarbeiteten Version, da war doch auch der eine Raum, da war es auch so Schwert-Schild ohne Mäntle. Ne? Da haben diese verzauberten Waffen gekämpft. Oh, scheiße, wir haben das Viechle gepult. Ich renne mal weiter, den machen wir demnächst mal gemütlich bei uns. Das muss jetzt nicht gleich sein. Oh, schön, die Kuppel. Ich hoffe, er uns hinterher will. Komm, dreh rum, Alter. Wir wollen, sonst hänge ich jetzt ewig fest, wenn ich jetzt nicht an meinem Plan festhalte, weißt du? Früher oder später machen wir den ja sowieso. Der ist immer noch da. Das ist wahrscheinlich jetzt so einer, der sich nicht mehr zurückbewegt. So, ich gucke mal eben auf der Map. Ja, da müssen wir jetzt rein, denke ich mal. Wir laufen aber mal noch ein Stück den Fluss entlang. Wo ist mein Männle da? Mein Männle ist da, das ist wichtig. So. Ja, die Krokodile sind uns jetzt erstmal wurscht. Drei Stück. Das wäre halt aber ein Spaß, die jetzt kurz zu machen, ne? Pass mal auf. Ich renn mal rüber. Es ist halt noch ungewohnt mit dem Reiten und so, aber es geht, ne? Oh, hab ich mein eigenes Männle erwischt? Wie tankt sie denn mit ihrer Rüstung? Ja, geht, ne? Geht. Mal geschwind Krokodile farmen. Aber es ist ungewohnt, das Ding hier zu steuern. Aber schön, wie sich's dreht, ne? Also von dieser Bewegung her, guck mal, wie es dann hinter das Ärschel so rumtreibt. Du bist aufgestiegen, jetzt steigen wir gerade alle auf. Ich nehme aber keinen Loot mit, sonst haben wir nachher keinen Platz, ne? So, meine Lieben. Ja, wir gucken, dass wir hier rankommen, würde ich sagen. Ja, da gibt es aber schön. Es macht halt Laune wie Sau. Ich will nur wissen, was in den Ruinen da ist, ne? So, lass mich nochmal gucken. Ja, wir zwirbeln mal hier hoch schon. Hat sie nicht auch ein Level abbekommen? Ich muss nämlich mir mal ganz kurz ein bisschen die Werte auch merken, weil unser Nashorn hat jetzt schon 2,4 Leben und sie hat immer noch 1000 Leben. Ich hoffe so sehr, dass es nochmal hochgeht. Jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn wir den Begleitern auch ein Reittier geben könnten. So, meine Lieben, da wollen wir doch mal reinlinsen jetzt. Wie ist denn das eigentlich, das Nashorn kämpft es nicht mit, wenn das ein Reittier ist? Weiß das jemand? Ich habe nämlich das Gefühl, dass das nur was macht, wenn ich drauf sitze und selber drücke. Ach, das ist gar keine Ruine, das ist nur ein Torbogen. Doch, da hinten geht's nochmal. Komm mal mit. Ja, ja, ja. Das sind noch mehr so Dinger. Und da vorne ist auch nochmal. Es ist ungewohnt zum Lenken, aber wenn es das erste so hinten rumtreibt beim Rumdrehen. Hier ist auch so ein Dungeon, ne? Das machen wir als nächstes. Ich habe mir nämlich schon eins rausgesucht. Und zwar habe ich bei den Dungeon Guides, die es so gibt, einfach mal geguckt, welches Level man nehmen kann. Ich habe aber keinen Guide gefunden, wo es mit dem Level ausschreibt. Jetzt habe ich das mir rausgesucht, wo ganz oben stand immer bei denen. Ich nehme an, das wird schon passen dann. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass es sehr weit im Norden ist. Ja, da vorne hat es Viecher. Das ist schon mal eine Spindel.
Können wir gleich mal gucken, wie er mit dem Spindler klarkommt. Oh, vielleicht sollte ich aber aufmounten. Okay, das Skelett, das scheint ein bisschen heavier zu sein, guck mal. Wenn viel Schaden macht es am Nashorn gerade nicht. Ja, das geht. Aber es braucht ewig, guck mal. Jetzt muss ich aufpassen. Die kämpft da schon mit zwei. Das kann nämlich sein, wenn die da ist, weil... Weil es braucht ewig, guck mal, wie lange der lebt. Komm mal her, Spatzel, wir gehen mal weiter. Das ist nichts für uns. Deine Klauen sind scharf, das freut mich saumäßig. Nee, nee, das sind wir noch nicht so weit. Die sind super stark hier. Wir umreiten die Ruinen jetzt mal großflächig. Ja, das sind, also wir würden es schon schaffen. Aber das dauert jetzt ja Ewigkeiten. Da vorne ist ein Wolf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir einen Wolf kriegen mit dem Nasi. Guck mal, wie wenig Schaden die nehmen. Oh! Wer ist denn er? Was ist denn das für einer? Wallele. Ich nehme einen Haufen Damage bei dem. Ich hau ab. Jo, mach du den Wolf. Mach du den Wolf. Ich und meine Klaue, wir gehen weiter. Was ist denn das für ein Troll? Ich hoffe, der portet sich mit und bleibt nicht da hinten jetzt stecken. Junge, was war denn das für ein Riesenteil? Ey, ich sitze auf dem Nashorn und ich bin es voll gewohnt, dass du keinen Schaden kriegst, wenn du Reittier hast, ne? So, die müsste ich jetzt nochmal mitporten, unsere Gute, gell? Ich laufe einfach mal jetzt hier komplett durch. Ich meine, da hinten habe ich sie kurz gesehen. Der Nordwald ist, das müssen wir uns merken. Junge. So. Mein Begleiter sehe ich übrigens fein nirgends. Das sind ganz viele von denen Trollen. Ich gehe mal davon aus, die wird früher oder später, wenn ich jetzt gleich absteige, dann nachgeportet kommen. Deswegen gehe ich erstmal aus dem Nordwald raus. Bevor noch mehr von den Riesen kommen. Spinne mal kurz. Da sind sie auch. Die sind überall, Leute. Junge. Ich brauche einmal einen sicheren Platz irgendwo hier. Zwerwölfe, alles klar. Das sind wir aber richtig, weil da, wo ich hin will, da gibt es Wölfe. Ich gehe mal da hinten hin jetzt. Da ist ein Stück Zaun. Drehen wir mal Erschle rum und hoffe, dass ich meinen Begleiter nochmal wieder kriege. Das kann jetzt eine Weile dauern hier mit dem Wolf, ne? Weil mein Nashorn halt nicht mitkämpft. Mein Begleiter. Ich habe den noch folgen gehabt. Guck mal, wie lange wir allein mit dem Viech hier brauchen. Da kommt sie. Die hat nicht geportet, die ist laufend gemütlich. Okay. Moment kämpft sie auch nicht mit. Jetzt ist sie dabei. Ey, so ein Wolf, oder? So, meine Lieben. Jetzt muss ich mich erstmal selber heilen, kurz. Ich steig mal ab jetzt hier. Wow. Das war schon mal aufregend. Das war schon mal aufregend, das alles zu erleben jetzt. Ey, da wartet ja nochmal richtig geiles Zeug auf uns, ne? So, mein Stückle, Gib mir mal das Heilzeug alles rüber. Dann nimmst... Ne, die Fackeln brauche ich drin wahrscheinlich gleich. Nimm mal du das Verdorbene hier. Aber nicht futtern. Ich bin noch nicht überlastet, aber ich muss echt gucken, wenn wir da jetzt rein wollen. Weil... Die hat nur 4 Plätze, ne? Ey, guck mal, einen 10er kann ich ja hier lassen beim Viech, oder? Wenn der wirklich was wäre, geh mal draußen, holen uns das. So. Dann würde ich fast sagen, wir lassen einen, nehme ich. Wir lassen die 8 als Reserve ebenfalls hier. Ja, wieso kann das nicht verschoben werden? Das raffe ich jetzt auch schon wieder nicht. Guck mal, ich kann mein Essen nicht mehr verschieben. So. Wir werden die Fackel drin brauchen, denke ich mal. Die Verbände nehmen wir nach dem Kampf. So. Wir gehen ja aber erst morgen los. So. Dann geben wir uns jetzt mal ganz kurz das Tier auf Folgen.
Das war voll. Beim Absitzen folgt's dir automatisch, muss ich mal merken. Und jetzt lass uns mal hier einfach ein paar von den großen Werwölfen machen, dass ich mal Gefühl dafür krieg, was ich da morgen. Ich bin am Überlegen. Ich bin am Überlegen, ob ich ihr das Schwert gebe. Komm mal mit, wir versuchen mal unser Glück. Wobei ich den Dicken natürlich auch machen will irgendwann. Da vorne ist immer so Werwölfle. Ich glaube, das pulle ich uns auch erstmal her. Zu jetzt. Der Wolf. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel Damage macht sie denn. Ja, es geht. Es geht. Nicht so viel wie der Rally damals. Wow, alle haben die viel Leben. Vielleicht bin ich hier doch nicht richtig. Das geilste ist mein Nashorn. Hätte ich vielleicht ein Kriegsnashorn nehmen sollen oder sowas? Ach, die haben sogar Loot, guck mal. Was kriege ich denn da raus, wenn ich den da. Wolfsfell, ja klar. So, Nashorn. Wir gehen jetzt gleich da vorne uns einmischen, da hocke ich mir aber drauf. Ja, und schon ist dein Inventar voll, ne? So, komm mal her, da hinten, die zwei mal kurz platt. Einmal drüber gestiefelt, oder? Stampede Exiles! Okay, der Wolf. Du wirst niemals zum Bau zurückkehren, hat sie gesagt. Die weiß sogar, mit welchen Feinden sie kämpft. Spinne haben wir schon mal. Hey, ich glaube, jetzt tut sich was, guck mal. Komm, helf mit. Nein, ich überlege mir es nochmal. Ich habe ihm ja schon gut zugesprochen. Vorne ist der Waldtroll, der krasse. Kannibalenkämpfer zu bewegen. Beordert. Ach. Ach. Jetzt hat le. Geht es immer mit dem weißen Punkt? Für Getreue nicht zugänglich. Okay. War wohl nicht so gut. Ja, ja, ist gut, Maus. Alles gut, alles gut. Machst es schon recht. Da lebst du was, oder? Kriegst den Schlag von deinem Begleiter, wenn du am Weg bist. Sehr, sehr geil. Ich freue mich voll auf die morgige Runde, meine Lieben. Machen wir an der Stelle Schluss. Wir sind schon so gut wie da. Und dann machen wir uns morgen den Spaß und versuchen uns mal in einem Dungeon. Klarer Fall. Freue mich sehr auf die Runde morgen. So. Haja. Das kann ja raus. Nimm mal lieber den Chitin-Baller mit. So. Das kann raus, habe ich gesagt. Und guck mal, das kann sie doch normalerweise. Ist doch bestimmt leckerer als es Hüble. Ich hoffe, sie futtert es auch gleich richtig. Ja, wir müssen eh nochmal aussortieren. Meine Lieben, wir sehen uns morgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.